spät. Es ist jetzt schon Sonntag früh, 1 Uhr, der 24. Oktober. Die Hymne, die deutsche Fahne, hängt endlich auch wieder mal im Tanzsport da, wo alle Fahnen gern hängen, nämlich ganz oben. Für die Müllers nachzurücken. Aber hier zum Abschluss der Ehrentanz. Nicht die Rumba, nein. Paso Doble. Von den Weltmeistern Inga Haas und Paul Kilic, den Latein-Weltmeistern 1993. Ein Paar, das künstlerische Feinheiten genauso präsentiert und verbindet mit Sportlichkeit. Die beiden sind eine wunderbare Einheit. Und ich denke, das war's für Sie zu Hause. Eine angenehme Stunde. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Hans-Joachim Rauschenbach.